Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video und auch heute schauen wir uns an, was in den Shop reinkommen wird. Der ist gleich auch schon da in knappen 4 Sekunden und dann mal schauen, was heute reinkommen wird. Eine Sekunde noch und der Shop ist da. Okay, das sind schon mal die vorgestellten Sachen. Ich würde sagen, wir gehen direkt nach oben, denn ich sehe schon ein Janky-Paket. Okay, das sieht schon mal nice aus. Okay, 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 dann würde ich sagen, gucken wir, was unten noch am Start ist, die täglichen Sachen. Und ich sehe schon, die mindestens ein Jahr im Tresor, ja, Abteilung ist immer noch hier. Also die ganzen seltenen Sachen sind jetzt schon seit 2 Tagen hier am Start. Und hier dann noch die ganzen Pakete. Gestern gab es ja hier die Marigold zurück. Und wir fangen dann oben an mit dem Janky-Paket. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer Janky ist oder woher Janky kommt. Ist aber ein, ich sage jetzt einfach mal, Comic-Skin und hier steht unzerstörbarer Stuntman und selbsterklärter Streetwear-Ikone. Okay, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der herkommt. Auf jeden Fall sieht so der Skin hier aus. Das ist das Rückenteil, ein Stunthelm und das hier ist die Hacke. So eine tote Fischehacke steht hier auch. Okay, dann gibt es den Skin nochmal einzeln für 1500. Und der bleibt hier wirklich sehr, sehr komisch stehen. Also ist irgendwie ein komischer Skin. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Aber der ist dann jetzt neu am Start. Darunter die vorgestellten Sachen. Die Echo vorne einmal mit den zwei Stilen. Hier noch mit dem Rückenteil. Dann gibt es einmal noch die Hacke dazu, die auch nochmal hier den zweiten Stil hat. Und dann gibt es noch hier den Gleiter ebenfalls im zweiten Stil. Und auch nochmal die Lackierung. Ist alles einen Monat her. Dann gibt es da noch den Mech-Anführer daneben, der auch schon sehr oft am Start war. Ehrlich gesagt nichts Besonderes. Hier nochmal mit einem Rückenteil und dem Emote. Damals ja auch von dem Live-Event. Das ist ein Monat her und dann gibt es noch die Hacke dazu und die Lackierung und die beiden Emotes. Und die Monster nochmal. Auch das alles ein Monat her. Darunter die täglichen Sachen. Auch ehrlich gesagt nichts Besonderes. Shogun ganz vorne mit dem Rückenteil hier. Dann gibt es noch die Chrome, die okay aussieht. Ich muss sagen, damals habe ich die nicht gefeiert. Mittlerweile finde ich die ganz nice. Auf jeden Fall auch die beiden Skins einen Monat her. Dann gibt es nochmal Anhalter, das Emote. Ebenfalls einen Monat her. Genauso wie Schalenregen. Ist auch einen Monat her. Das gibt es ja einmal mit diesem Bananen, einmal mit dem Geld. Das sollten die meisten kennen. Dann gibt es noch Wirbelwind. Und durch die Decke. Auch die beiden Emotes nochmal einen Monat her. Also an sich heute nichts Seltenes. Die ganzen Sachen hier sind noch am Start, die selten waren. Mit leider natürlich auch nichts mehr Besonderes. Und der Rest ist dann gleich geblieben. Heute aber ein neues Paket.